Herzlich willkommen zu einer neuen astrologischen Interpretation, Prognose. Und diesmal geht es um die Mondfinsternis am 25. März, also kommenden Montag. Die wird ja bei uns nicht so spektakulär sein. Erstens mal, das ist nur eine Halbschatten-Mondfinsternis, auch wenn wir Vollmond haben. Aber der Mond geht genau da unter, wenn quasi die Mondfinsternis so sichtbar wird am Himmel. Also das geht relativ schwer bei uns in der westlichen Welt. Hier in Amerika kann man sie dann besser sehen. Nichtsdestotrotz ist das eine durchaus spannende Konstellation, weil Finsternisse, genauso wie dann die darauffolgende Sonnenfinsternis am 8. April, lösen ja astrologisch immer mehr aus, machen ja ein bisschen mehr deutlich. Und beim Mond geht es ja immer um das Gefühl, auch um das kollektive Fühlen und das kollektive Gefühl. Und wir schauen da jetzt einfach mal rein, was wir für Tendenzen haben, was sich da so abspielt. Und es ist durchaus interessant. Die Sonne und Mond stehen sich natürlich gegenüber, klar. Und in der Mitte ist der Erdschatten. So entsteht ja so eine Mondfinsternis. Ne? Die Sonne ist im Widder. Wir haben ja Frühlingsbeginn jetzt gerade gehabt am 20. März und der Mond gegenüber der Sonne steht in der Waage. Und Mond in Waage fühlt sich ja eigentlich wohl. Also da geht es ja um die Harmonie, da geht es um das Partnerschaftliche, da geht es ein bisschen um den Ausgleich, um die Begegnung. Und das ist ja eigentlich für den Mond eine recht schöne Position und auch für die Sonne, die da im Widder steht, also die da kräftig vorangehend, also Feuer hat, also ist das eigentlich sehr, sehr dynamisch. Und das ist natürlich die Spannung, dieses Harmoniebedürfnis des Mondes in der Waage, ne, der Ausgleich und die Sonne, die widdermäßig voranpreschen möchte. Also da hast du schon mal individuell eine Spannung in dir und das sieht man da auch in der Opposition. Opposition ist immer so ein gewisser Spannungsaspekt, ja, ein Annäherungsaspekt zwischen Sonne und Mond. Und jetzt kommt auf Sonne und Mond, kommen da zwei Sachen dazu. Und zwar, das erste ist relativ spannungsgeladen der Uranus. Und der Uranus macht in seinem Stier, also du hast ja vielleicht auf diesem Kanal verfolgt, Uranus im Stier ist ja so die Revolution im Körper oder auch natürlich in der Materie, ja, die Revolution, ein bisschen das Umbrüchlerische, da möchte was Neues reinkommen. Und da auf diesem Uranus, bevor ich jetzt zu der Spannung zu Sonne und Mond noch komme, auf diesem Uranus liegt ja jetzt auch der Jupiter. Also Jupiter-Uranus, die bilden eine Konjunktion im Stier und das ist immer so dieses: alles soll größer, schneller, besser werden und am besten sofort. Also ein bisschen so diese Übertreibung, die da natürlich drinnen ist. Gebremst wird das Ganze durch einen Saturn, der da im Sextil mitmischt, zumindest auf Jupiter. Also der Saturn im Fische bremst ein bisschen jetzt diesen Jupiter runter. Und der Saturn ist geladen mit dem Waagezeichen Venus. Also Saturn und Venus bilden eine Konjunktion im Fische. Das ist so vielleicht ein bisschen die Ernüchterung eines Liebestraums oder da, wo man sich vielleicht einlässt auf etwas, wo man sich denkt, da fühle ich mich wohl oder das passt für mich, wo man dann merkt, da passen vielleicht manche Dinge nicht so ganz zu jemandem oder man passt nicht zu jemandem oder es passen Umstände nicht so zu einem. Das kann da sein, dass das so in dir aufsteigt in dieser Zeit. Also das ist durchaus eine gewisse Spannung, die sich da aufbaut. Aber wir haben, wie gesagt, so diese Venus-Saturn-Konjunktion. Und dieser Saturn-Venus, der strahlt jetzt positiv auf diesen Jupiter rein. Das heißt, wir haben diese Vergrößerung, dieses Überoptimistische, dieses zur Übertreibung Neigende wird eher ein bisschen runtergebremst und wird eingeschränkt. Das heißt, man ist vielleicht ein bisschen schaumgebremst optimistisch, obwohl diese Energie jetzt rein vom Stier her, ja, also wenn man sagt im Stier und im,
im Völkischen und im Materiellen kann da ein Aufbruch sein. Man kann da auch ganz positive Projekte vielleicht angehen. Aber wie gesagt, eben nicht übertreiben. Also dazu mahnt uns dann auf der einen Seite natürlich Saturn, Venus und auf der anderen Seite ermahnt uns da auch nochmal der Merkur, der ihm widersteht, nicht vor Übertreibungen und nicht etwas zu überstürzen oder überhudeln. Und dieser Uranus, naja, der jetzt mit dem Jupiter aufgeladen ist, der hat ein Halbquadrat zur Sonne. Und das kann natürlich schon immer wieder so diese, ja, ein bisschen so diese ja, negative Sensation sein. Also Uranus im Stier, ja, da kann es sein, dass man sagt, okay, eigentlich sind die äußeren Umstände nicht so gut, wie ich mich innerlich fühle. Ich würde vielleicht innerlich schon mehr Aufbruch in mir spüren oder ich möchte innerlich schon mehr realisieren oder weiterkommen. Und da bremst mich eigentlich dann, ja, eigentlich eine politische Lage womöglich oder eine gewisse soziale, gesellschaftliche Lage in meinem Vorkommen. Also das wäre da durchaus möglich. Und dieses Halbquadrat macht natürlich auch zum Mond ein anderthalb Quadrat. Das heißt, das ist auch die Sehnsucht nach Ausgeglichenheit und Harmonie zum Mond hin. Ne? Zum Mond möchte ausgeglichen sein, möchte begegnen. Ja, die Sonne möchte weiterdringen und der Uranus macht jetzt ein anderthalb Quadrat zum Mond hin. Das heißt, auch die Unruhe im Außen widerspricht eigentlich der Sehnsucht nach Frieden im Inneren. Und wenn ich jetzt Sehnsucht nach Frieden, nach Ausgleich, also ich interpretiere jetzt bitte nach die Waage mit Ausgleich ist gleich Gerechtigkeit, ist gleich auch Frieden, obwohl natürlich Fische eigentlich so dieses Friedenszeichen wäre, dann kann das sein, dass es da einfach Spannungen gibt und dass das nicht so ganz ja, sich umsetzen lässt, wie man sich das vielleicht wünscht oder fühlt. Und ich habe ja immer so dieses Gefühl, dass da immer so diese Kriegsgefahr erhöht wird, eben mit gerade auch Jupiter-Uranus, auch wenn das streng astrologisch gesehen sehr, sehr positive Zeichen wären. Ne? Ja, das wäre eben Uranus, der auf Mond und auf Sonne strahlt und der macht Spannung rein. Was Entspannung reinbringt oder positiv reinwirkt, ist der Pluto in Wassermann, der ein Sextil zur Sonne macht und ein Trigon zum Mond. Ja. Und wenn man jetzt einmal sagt, okay, Sextil, Trigon sind an sich ja positive Aspekte, ja, sind auf jeden Fall ja, Aspekte, wo sich etwas gut umsetzen lässt, der macht allerdings ein Halbquadrat hin zur Venus. Also der Pluto strahlt halt auf die Venus hin. Wir sehen, die Venus ist sehr, sehr belastet. Mit Saturn ist die Venus eigentlich im Fische in einer Gefangenschaft drinnen, ja, oder in einem Liebestraum gefangen, wo dann der Pluto auch noch einmal sagt, befrei dich von Liebesträumen. Also das würde ich schon so interpretieren, ganz stark Beziehungsgeflecht, ja, beziehungsmäßig. Und Pluto gibt auch die Stärke jetzt mit dem Widder, setz dich durch in einer Beziehung oder löse auch Beziehungen, auch muss jetzt nicht romantisch sein, das kann auch so freundschaftlich sein, wo man sagt, das passt nicht für dich, da kriegst du dann die Kraft, dich da durchzusetzen und dich zu befreien. Ne? Also alles, was eigentlich so einen Schatten auf dein emotionales Wesen wirft, kann da jetzt ganz gut transformiert werden. Und das wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt und ein guter Anstoß, das auch anzugehen oder auch zu verändern in dieser Zeit. Also du siehst Venus, Sonne, Mond, extrem plutonisch geladen und auch uranisch aufgeladen. Das heißt, wir haben wirklich ein paar sehr spannende Tendenzen. Zusammengefasst kann man da sagen, ja, was heißt es denn jetzt für dich, diese Mondfinsternis? Prüfe dein Umfeld und setze es mit deinen Plänen in Verbindung. Beziehungsweise wenn du Ideen, Pläne hast, schau mal, was unterstützt dich oder wer unterstützt dich in deinen Vorhaben. Ja, weil da kann jetzt schon auch eine gewisse Energie nach vorne gehen. Wer unterstützt dich in neuen Vorhaben? Wer ist dir positiv gesonnen?
wo hast du das Gefühl, okay, das ist jemand, der dich bereichert, und jeder, der dich nicht bereichert, jede Person, wo du das Gefühl hast, okay, da bremst mich etwas oder das ist vielleicht auch eine gewisse Blenderei, da wähle ganz genau, wie sehr du solchen Menschen da noch Platz gibst in deinem Leben. Und im Konkreten heißt auch wieder, lass dich bitte nicht stressen im Straßenverkehr. Also immer aufmerksam schauen, eher etwas langsamer fahren, etwas bewusster fahren. Also Acht geben eben beim Bedienen von Maschinen, das ist immer noch gegeben. Eventuell findest du auch Zeit, jetzt dann am nächste Woche dich auch einmal zurückzuziehen und nicht ganz in eine Übertreibung reinzugehen. In dich nicht zu sehr auch von Medien verhetzen oder aufschaukeln zu lassen. Also schau eher, dass du so, dass du diesem Mond in der Waage ein bisschen gerecht wirst, dass dieser Ausgleich da reinkommen kann bei dir und gleichzeitig dann aus dieser inneren Mitte raus konkret neue Ziele anzugehen und neue Schritte zu setzen. Ja, das wäre mal so das Mondfinsternishoroskop für den 25.03. Am 8. April haben wir ja dann die Sonnenfinsternis. Und da schauen wir natürlich dann auch nochmal extra rein. Und wenn es dich interessiert, wir haben ja heute viel von Venus gesprochen, auch was sich partnerschaftlich tut und was partnerschaftlich in deinem Horoskop so zu finden ist, dann lade ich dich natürlich herzlich ein am 12. April zum Partnerschaftsworkshop, zum Partnerschaftsevent Astrologie und Partnerschaft. Kommt dann gleich noch ein Trailer. Und ansonsten freue ich mich natürlich, falls du mal eine persönliche Beratung in Anspruch nehmen möchtest, entweder über Zoom oder live bei mir in Linz. Oder ja, vielleicht sehen wir uns anderweitig mal. Ich freue mich wie immer über einen Daumen hoch, abonniere den Kanal. Vielen, vielen Dank für deine Likes und auch dein Abo. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Erni. Tschüss, bis nächstes Mal.